Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Teil 2. Ja, hier ist die Goretti, Entschuldigung. Wir sind hier tatsächlich immer noch in der Villa Monteriggioni. Warum, erkläre ich euch gleich. Ich war offscreen ein wenig fleißig und habe 50 Federn zusammengesammelt. Und nun schaut, was passiert. Ich sah, dass du Maria die Federn brachtest. Ich erkenne an, was du für sie tust. Aber du musst den Fakten ins Auge sehen. Es funktioniert nicht. Vielleicht solltest du dich auf Wichtigeres konzentrieren. Ich habe beim Schmied eine neue Waffe für dich machen lassen. Hol sie ab, wann du willst. Ja, unser Onkel... Es tut mir leid, Ezio. ...hat nicht die Hoffnung, so wie wir, dass unsere Mutter wieder zu sich kommt, wenn wir denn genügend Federn sammeln. Aber dafür hat er uns, nett wie er ist, eine Waffe fertig machen lassen beim Schmied. Ja, und die holen wir uns natürlich auch mal eben. Warum auch nicht, ne? Ist, glaube ich, eher eine ziemlich plumpe Zweihandwaffe. Vielleicht benutze ich sie sogar mal eine Zeit lang. Wobei ich nicht unbedingt so der Typ Zweihandwaffen bin. So, Waffen. Ja, wie ihr seht, habe ich auch sämtliche anderen Schwerter mittlerweile in meinen Besitz gebracht. Und das wäre jetzt der Streithammer des Heerführers. Ja, gut. Dann nehmen wir die mal. Natürlich, mein Freund, natürlich. Und, ist das jetzt eine Zweihandwaffe oder ist das eine Einhandwaffe? Naja, wir probieren es einfach mal aus. Aber jetzt definitiv zurück zur Hauptmission. Dafür geht es natürlich wieder nach Florenz. Da zieht uns die Reise hin. So, mein Freund, ich möchte bitte nach Florenz reisen. Und zwar, keine Ahnung, Westtor oder Osttor? Das wäre... Nein, wir müssen auf jeden Fall an eins der Tore. Nordtor? Ich weiß es nicht. Probieren wir es aus. Ich weiß nicht, an welches Tor wir reisen müssen, um mit der Hauptmission zu beginnen. Na, das ist ja lustig. Na, das kann ja heiter werden hier. Nee, hier bin ich ganz falsch, glaube ich. Entschuldigung. Pass auf, wo ihr hingeht. Mein Geschäft. Ich ruiniere euer Geschäft? Nein. Beginnt jetzt hier die Hauptmission, ja oder nein? Aha, doch, Tatsache. Okay. Ist ja witzig, dass man so da reingehen kann. Naja. Florentina Fiasco, Machiavelli im Bezirk Oltarno von Florenz treffen. Ja, dann. Erst einmal müssen wir überhaupt hineinkommen nach Florenz. Denn Florenz steht unter Bewachung. Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. Oh shit. Ich hätte sie, glaube ich, nicht bestehlen sollen. Nein, 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 ihr lasst mich entkommen. Ah, warum habe ich die bestohlen aus Versehen? Verdammt. Komm, wir fangen ausnahmsweise... Ja, die Erinnerung abbrechen bitte und ausnahmsweise, wirklich ausnahmsweise fange ich die Erinnerung neu an. Das war ein Versehen, ich wollte die nicht bestehlen. Ach, das ist ja doof. Na gut. Zweiter Versuch. Gut, dass wir noch nicht allzu weit gekommen waren. Wir können uns nämlich einfach... Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. Unter diese Mönche... schmuggeln und im Sinne von Altair einfach durch das Stadttor gehen. Super. Das wäre geschafft. Jetzt heißt es, oh, guck mal hier, Florenz steht scheinbar im Flammen. Wir hätten den Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Schaut euch nur den Ärger an. Okay. Also der Mönch scheinbar, der ist schon hier. Und so wie es ausschaut, ist hier alles voll mit Rauch. Was passiert in Florenz? Oh je. Es wird gekämpft. Was willst du denn, mein Freund? Du willst doch nicht wirklich mit mir kämpfen. Also komm, 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 lass es. Ist das jetzt eigentlich eine große Waffe? Ja oder nein? So, wir gehen jetzt einfach weiter.
weil ich will, möchte mich nicht mit allen hier anlegen. Ich will nicht, warum sie alle so bereitwillig unterdrücken lassen. Okay. Sie lassen sich also scheinbar alle sehr bereitwillig unterdrücken. Es wird überall gekämpft. Man kennt scheinbar auch mich und möchte gegen mich auch kämpfen. Er wirft uns einfach raus, sagt, dass all unsere Besitztümer nun der Chiesa di San Marco gehören. Okay. Dieser Mönch scheint Florenz in seinen Besitz gezogen zu haben, wie auch immer. Hier wird weiterhin gekämpft. Nein, 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 Leute, lasst mich einfach in Ruhe. Ich habe mit dieser ganzen Sache rein gar nichts zu tun. Oh, wir müssen scheinbar über diese Brücke. Na toll, da bin ich ja richtig gelaufen hier, nämlich gar nicht richtig. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Nein, natürlich nicht. Komme ich über diese Brücke hier irgendwie wieder hoch? Auch nicht. Komm, lass mal los, Ezio. Wir gehen wieder die Treppe hoch. Besser ist, die Soldaten haben ja abgelassen von uns. Na, das klappt ja wieder prima. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Die Qualität unserer Nähte ist legendär. Lass mich bitte aus dem Spiel. Gott im Himmel. Eieiei. Die Soldaten wüten hier richtig. Okay. Hier stehen Leben auf dem Spiel. Eieiei. Und da ist Gott sei Dank endlich Machiavelli. Hallo Machiavelli. Salve, Ezio. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Alles begann vor ein paar Wochen. Der Mann, den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Ah, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Eieiei. Überall tote Soldaten. Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja. Der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Kui, tun wir es. Also wo geht's weiter? Ach, jetzt muss ich führen, ja? Okay. Also hier wird überall gekämpft, so wie es ausschaut. Oh nein, 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 nein. Ihr habt... Oh, das ist wirklich... Das ist gar nicht mal so schlecht mit so einer Waffe, aber... Eieieiei. Aha, du wehrst die Waffe also ab. Fragst dich nur, wie lange. Komm her, mein Freund. Boah. Das ist ja total brutal mit so einer Waffe. Okay. Ja, ich laufe auch scheinbar den Soldaten gut und gerne hier überall in die Arme. Na, jetzt lass... Warte, warte, lass die mal vorbeigehen. Da müssen wir nicht direkt mit denen kämpfen. Gehen wir mal hier so ein bisschen im Kreise. Zack. Ein direkter Angriff wäre gefährlich. Wahr. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffiniert. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Super Idee, mein Freund. Super Idee. Und ich glaube, wir haben jetzt hier auch jede Menge Aussichtstürme irgendwie nochmal zu...
erklimmen. Da ist einer, da ist auch direkt in der Nähe einer der Missionen und das machen wir doch einfach. Wir holen uns diesen Aussichtsturm und die dazugehörige Mission. Wir sind jetzt plötzlich nicht mehr gesucht, das freut mich. Gott, was verbrennen die hier alles? Kein Wunder, dass hier in Florenz alles im Rauch steht. Wow, nein, 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 nein. Oh, aua, verflixt. Verflixt. Ups, Entschuldigung. Ja, 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 ist alles gut. Ist nichts passiert. Ich passe schon auf. Hoch da, Ezio. Gut, dass wir das gelernt haben. Mit diesem Supersprung. Halt, mein Freund, hier ist der Aussichtsturm. Den gilt es zu erklimmen. Und dann gibt es mit Sicherheit jede Menge weitere Aussichtstürme. Sehr schön. So, dann lass doch mal schauen. Uiuiui. Nur so viele sind es gar nicht an den Aussichtstürmen. Aber hier ist jetzt erstmal die nächste reparierte Mission. Okay, dann machen wir die als nächstes, würde ich sagen. Ah, es... dann wollen wir mal schauen. Ach so, dann muss ich wieder direkt nach da oben. Auch schön. Jetzt wissen wir auch, was mit reparierter Mission gemeint ist. Es scheint nämlich Schwierigkeiten zu geben. Hört ihr mich? Bis ihr euch nicht alle unterwerft und euch dem Propheten Savonarola anschließt, wird diese Brücke verschlossen bleiben. Was? Wie bist du denn drauf, mein Freund? Warum verschließt du eine Brücke? Den Söldner eliminieren, der den Ponte Vecchio bewacht. Alles klar, Erzfeind. So, so. Euer Stöhnen und Klagen. Ihr sagt, ihr habt Dinge zu tun. Orte aufzusuchen. Pflichten zu erfüllen. Ha! Es gibt nur eine Pflicht. Unterwerfung. Da ist unser Ziel. Und jede Menge Wachen. Der guckt gerade nicht. Lass mal gucken, ob ich darüber komme. Savonarola will nur das Beste für euch. Eine Stadt frei von Laster und Versuchung. Ein Volk geeint im Glauben. Alle Menschen sind gleich in den Augen des Herrn. Und so sollen sie es auch in Florenz sein. Okay, der ist schon mal Geschichte. Die Gelegenheit, ein neues Blatt aufzuschlagen. Unsere traurige Vergangenheit hinter uns zu lassen. Du fällst da nicht runter. Oh, shit. Egal. Weiter geht's. Ich will nur helfen. Euch in eine neue Zukunft führen. Akzeptiert unser Geschenk. Hört auf abzulehnen. Sonst habt ihr größere Probleme als eine geschlossene Brücke. Versteht, dass ich nicht drohen will. Ich will nur eure Augen für eine... Nein, nein, nein. Ihr habt mich gar nicht gesehen, mein Freund. Huh. Okay. Das war knapp. Würde ich mal so sagen. Höre euer Stöhnen und Klagen. Ihr sagt, ihr habt... Lass los. Huh, auch das war knapp. Eieieiei. Kommt einer von euch hier rüber? Oder bleibt jetzt alle da stehen? Wer sieht mich denn jetzt? Ach, der. Okay, warte mal. Dann halt anders. Tschüss. So, und damit wir nicht noch mehr töten müssen, fliehen wir einfach. Ihr tragt die Kleidung des Adels. Wie konnte Savonarola euch blenden? Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch mehr. Und jetzt habt ihr stattdessen nichts. Das hier musste einfach getan werden. Requiescat in pace. Ah, geleitet von Habgier, ha? So, meine Leutchen, auf geht's. Ab mit dir, Ezio. Weg hier. Weil es tut ja nicht Not, dass wir noch mehr Leute einfach hier umbringen. Würde ich mal so sagen. Die können da ja nichts für. Die sind ja auch nur fehlgeleitet letzten Endes. Ja, es müsste eigentlich, ich hoffe, wenn es nicht buggy ist, gleich aufhören mit dem Verfolgung. Und die Mission als gelungen dargestellt werden, nicht? Nicht? Warum nicht? What? Was ist denn jetzt hier kaputt? Ey, die können mich doch gar nicht mehr sehen. Hütet euch vor einer unreinen Erzlieferung des Händlers Fidelio.
Einige Mitglieder konnten mit dem von ihm gelieferten Kupfererz nur minderwertige Bronze. Kommen die mir jetzt echt hinterher? Leute, ihr sterbt alle, wenn ihr mir hinterherkommt. Was habe ich denn hier für eine Waffe? Okay. Dann ist das so. Wenn ihr es nicht anders wollt, dann müsst ihr halt sterben, Leute. Sorry, ich hätte euch gerne überleben lassen, aber... Zack! Und jetzt du, mein Freund. Na komm schon. Na komm schon. Ich hätte sie alle am Leben gelassen, aber sie wollten es nicht anders. Na gut, dann ist das eben so. Wunderbar, aber wenn ich dann so auf meinen Wecker schaue, merke ich gerade, es ist schon wieder etwas mehr als eine Viertelstunde rum. Und von daher setze ich jetzt hier wieder einen Schnitt, wie es so weitergeht mit den anderen ganzen Gelumpe hier an Kommandanten, was weiß ich, was das alles sind, Hauptmänner, Redelsführer, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und gesund und mit diesen kämpfenden Soldaten im Hintergrund verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ihr denn so wollt.